Im Augenblick also die beste Note. Allerdings haben wir erst zwei Übungen gesehen. Nächste dann, Joanna Budak aus Polen. In allen Finals vertreten, Lies Kaldina, Petrova, Pascual und ja, das waren sie. Da habe ich am Anfang von gesprochen, also es reicht nicht, eine Hand zu fahren, die andere kann auch noch runterfahren. Und das macht das Ganze ein bisschen risikoreich. Aber es macht Spaß, Keule zu turnen. Also es ist nicht so, dass man da einen Horror vorhätte. Die Keulen haben ja auch den olympischen Wettbewerb in Seoul entschieden. Als drei der Favoritinnen patzten und nur Marina Lobatsch aus der Sowjetunion durchturnte und danach auch die Goldmedaille gewann. Zu den Opfern, wenn ich das mal so sagen darf, gehörte damals auch Alexandra Timoschenko und Bianca Panova. Das ist ein Gleichgewichtselement und das eben mit dem Mühlkreisen, das muss so vorgeschrieben sein, nur die Spielbeinhaltung ist dann unterschiedlich. Was kostet dir so ein Fehler? Zwei Zehntel? Drei Zehntel? Zwei Zehntel. Zwei Zehntel. Also wird es so um die 9,4 gehen. Wir schauen uns das nochmal an. 6,70 in der B-Note 2,90. Sie hat den Blickkontakt, ja, aber... Oh, nee, jetzt ist er doch noch.